Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Direkt zwei Einsätze. Scharmützel unter Sportsfans. Die Anhänger haben sich in einer Kneipe getroffen und es kam zu Kämpfen. Gehen Sie rein und beruhigen Sie die Gemüter, bevor es eskaliert. So. Schicken wir mal dann direkt... Ja, schicken wir euch. Ihr seid doch eine super Gang. So, nächster Einsatz. Gekipptes Bier. Ein LKW ist umgekippt. Ein LKW, der Bier gelangt hat. Kein Trinken im Dienst, Jungs. Lassen Sie Polizei und Feuerwehrleute das Verschüttete dokumentieren und eindämmen. Na los, retten Sie so viel Sie können. Da bin ich bei euch. So, wir nehmen mal wieder die Unerfahrensten als erstes. Brechwerkzeug haben wir leider keins. Auch wenn man sagen könnte, dass das Bierbrechwerkzeug darstellt, aber... wollen wir hier noch zumindest den? Ja, dann kommen wir auf 100%. Okay, alles klar, machen wir so. Was bräuchten wir denn für das Brechwerkzeug? Schauen wir mal. 500, das ist ja Gott sei Dank nicht so viel. Ach, hier haben wir die SWAT-Ausrüstung. Stimmt. Die brauchen wir auch noch. Brauchen wir die hier schon? Nee, ne? Aber wir sollten hier vielleicht noch einen zweiten Anzug hinstellen. So, und natürlich beim Behandlungsraum packen wir auch noch einen zweiten Anzug hin. So, entschuldigt bitte das Räuspern. So, wir haben einen Bewerber. Wen haben wir denn da? Einen Feuerwehrmann. Sehr schön. Rein mit dir. Dann kommen wir da auch endlich mal auf eine etwas höhere Zahl. So, what next? Sollten wir vielleicht unseren Fuhrpark ein wenig erweitern? Der Gipfel steht vor der Tür. Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Möglichkeit einer Katastrophe vorbereitet sind. Ja, mach ich. So, aber vielleicht sollten wir auch mal mehr Fahrzeuge haben. Zum Beispiel einfach noch einen weiteren Krankenwagen. Warum haben wir nur drei? Warte mal. Wo kann ich denn sehen, welche Fahrzeuge ich schon habe? Habe ich hier eine Übersicht? Nee, ne? Leider nein, schade. Da müssen wir mal warten, bis die aus dem Einsatz wieder da sind. Derweil zwei neue Bewerber. So, du kommst doch in die Nachtschicht, dann reicht das an der Stelle erstmal. So, macht hinne. Sehr gut. Notfall fertig. So, LF10, TLF 3000 und DLK. Den haben wir noch nicht. Oh, ja, passt ja sehr gut. Direkt drei Einsätze jetzt. Die große Flucht. Sitzen Sie? Das Faultier ist aus dem Tour entkommen. Anscheinend werden hier für alle Abteilungen benötigt. Keine Fragen jetzt. Gut. Feuerwehr brauchen wir 8 Punkte. So, Polizei brauchen wir leider auch ein paar mehr. Da muss dann wohl der Mannschaftswagen herhalten. Und Medic brauchen wir auf jeden Fall auch einen. Mein Gott, du bist ja echt voll der Streber. Kann das sein? Gut, die brauchen wir an der Stelle nicht. Wir brauchen stattdessen hier noch ein bisschen Manpower. Ja, nehmen wir es doch so. Zack. So. Ah, Mist, da fehlt uns mal wieder ein bisschen Ausrüstung. Schade. Tourist mit Alkoholvergiftung. Ein Tourist hat einen über den Durst getrunken und brach zusammen. Am besten versuchen wir hier die Schreibarbeit gering zu halten, da diese internationalen Sachen gerne chaotisch werden. Senden Sie eine medizinische Unterstützung, um den Kerl hydratisiert zu halten und bitten Sie die Partypolizei, die schlechten Schwingungen dort fernzuhalten. Ende der Durchsage. Ihr abgefahrener Bürgermeister, du bist auch ein lässiger Vogel, wa?
Na, den Erschöpften nicht. Wir nehmen dich stattdessen dazu. Das bringt uns jetzt gerade nichts. Warte mal, haben wir einen Stufe 2? Ne, gerade nicht zur Verfügung. Komm, wir nehmen dann nur die 95% Pfeif drauf. Oh je, die Finanzen sehen gar nicht gut aus. Und das am letzten Tag. Da müssen wir gucken, dass wir da mal ein bisschen entgegenwirken. Ach, noch ein Feuerwehreinsatz, stimmt. Drehleiter. Na okay, so wird das nicht reichen. Machen wir so, dann haben wir die 100% wenigstens voll. So, und auch im Finanzbericht, da sieht es schon besser aus, auch wenn es noch 20.000 Miese sind. Hätte ich gerne auf 0 reduziert, würden wir vielleicht auch früher oder später schaffen. So, jetzt fahrt erstmal ihr alle los zu den Einsätzen. Wer fehlt denn hier noch? Ach, gar keiner, ja dann. Umso besser. Ich bräuchte noch einen für die Feuerwehr. Das wäre zumindest sehr schnieke. Sehr schön, Schichtwechsel. Das mag ich, wenn während Einsätzen Schichtwechsel ist, weil dann haben wir direkt frisches Personal für neue Einsätze. So, der neue dazukommen. So, einmal Reparaturen alle fertig machen hier. Dankeschön. Und wieder erfolgreich. Sehr gut. Ein Verdächtiger und ein Patient. Traumhaft. So, jetzt sollten wir aber mal beim Versorgungsraum schauen, dass wir hier die SWAT-Ausrüstung bzw. die Waffenkammer fertig haben. Du kommst hier hin. Ach ja, Scharfschützen habe ich schon. Sehr gut. Und noch irgendein Einsatzfahrzeug, was... Ja, hier unten, da. Könntest du... Was ist das denn? Nicht beantworteter Notfall. Oha. Umweltgipfelkonferenz. Jetzt ist da der Notfall. Schön. Eine bekannte Öko-Terroristengruppe hat die in unserer Stadt stattfindende Umweltgipfelkonferenz bedroht. Die Hauptbeschwerde ist, dass es bei der Konferenz in Wahrheit um die Einführung von Atomkraft geht. Der Geheimdienst erwartet Angriffe mit einem biochemischen Wirkstoff. Ja, geil. So, da brauchen wir nur einen Anzug. Dann nehmen... Oh, der ist ja schick, der Wagen. So, wir brauchen allerdings mindestens zwei. Hier. Hm. So, natürlich noch ein Medic. Was ist das? Ersthelfer plus ein medizinische Fertigkeit bei Notfällen vom Typ kritisch. Oha. Okay, machen wir so und dafür... Ja, guck, brauchen wir noch nicht mal den Anzug. Super, und dafür haben wir die gebaut. Egal. Hauptsache, wir schaffen den Einsatz. Jetzt aber ganz schnell, ihr Lieben. Ich wollte noch die Garage mal grundsätzlich ein bisschen erweitern. So, Bewerber haben wir, glaube ich, immer noch keinen für die Feuerwache. Schade. Ah, wollen wir den Polizistenlehrer hier einstellen? Ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade unschlüssig. Ich möchte jetzt auch nicht unnötig Geld mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen, wenn ich es nicht brauche. Sagte der, der hier eine riesige Erweiterung gemacht hat, die er noch nicht braucht. Aber hey, egal. So, den Notfall hätten wir. Tolles Handling. Oh, was für ein Durcheinander das hätte werden können. Dies ist ein großer Beitrag zur endgültigen Beseitigung dieser Bedrohung. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal. Ich gebe euch zwar schon mal die Anweisung zum Reparieren, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht machen werdet, weil wir die Wagen für die Einsätze jetzt direkt brauchen könnten. So. Fangen wir mal mit euch hier an. 1, 2, 3. Ja, wobei. Sollten wir so machen.
Kommen wir nur auf 88%. Aber, ach, warte mal, wir haben ja noch hier unser großes Fahrzeug. Sehr schön. Dann brauchen wir das doch nicht. Dann nehmen wir natürlich die, die noch unerfahren sind. Zack. So, wie sieht's bei dir aus? Oh, 10 Lufttanks. Was brauchen wir noch? 2 davon. Na, jetzt brauchen wir auf jeden Fall 2 Feuerwehrfahrzeuge. So, da kommen wir schon mal mit aus. Das ist schon mal sehr gut. Erste-Hilfe-Set 1. Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal mehrere vorrätig haben. So, und warum geht das nicht? Ach so, Moment. Ich kann hier gar nicht... Ah, okay. Woran hattet ihr liegen? Ja gut, 101%. Das läuft doch bei uns. Und jetzt erstmal fürs Behandlungsraum. Paar weitere Erste-Hilfe-Sets. Warte mal, können wir den dann überhaupt noch durchnehmen, ne? Machen wir es so. Oh nein, dem Hündchen geht's nicht gut. Was ist da denn los? Nicht, dass er eine Aua hat. Das verletzt auch der Arme. So, Bewerber. Wieder nur Polizei und Medic. Ach, shit, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Der sollte eigentlich in die Nachtschicht. Na gut, früher oder später werden wir den eh brauchen. Noch ein Verdächtiger angekommen, ja, sehr schön. Wie schaut's ihr aus? Alle fleißig am Tippen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir doch erstmal den großen Einsatz hier. 8 Feuerwehrleute. Oh. Da habe ich jetzt ein... Achso, ne, Moment. Ich habe mich nur verzählt. Ich war jetzt kurz irritiert, aber... So. Polizei brauchen wir dann auch den großen Wagen. Warte, einer passt noch. Nur 92%. Ja gut, dann ist es halt so. Oha. Na, den werde ich aber also sowas von nicht schaffen. Ne, da muss ich um Hilfe bitten. Geht leider nicht anders. Die anderen Einsätze hätten jetzt auch zu lange gedauert. Das heißt, es hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, da irgendwie zu warten. Der möge auch mal bitte verhört werden. Kann man eigentlich den Teil hier auch irgendwie kaufen? Nee, na, der bleibt da wahrscheinlich stehen. Oha. Beweise aufbewahren. Bauen wir dich doch schon mal da hinten hin. So, 0 von 10. Okay. Gut, ich glaube, das Büro, das werde ich perspektivisch noch ein bisschen erweitern müssen. Da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. So sehr ich es mir auch wünschte. So, ein weiterer Einsatz fertig. Mehr Ansehen. Super. So, hier, bitte weiter reparieren. Mein Gott, der hat 450 Punkte. Nicht schlecht. So, was fehlt ihm hier? Nicht genügend Diagnosestationen, weil uns noch eine fehlt oder weil wir keine haben? Oder haben wir gerade kein Personal? Ach, stimmt, wir brauchen
bräuchten theoretisch eine weitere Diagnosestation, aber wir lassen den einfach einen kleinen Moment warten. Ich glaube, platztechnisch muss ich jetzt nicht unbedingt noch eine weitere Station dahin bauen. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach zumindest. So, Schichtwechsel. Und zack, schon kannst du auch diagnostiziert werden. Von den Kollegen. Da oben, du bist abgefrühstückt. Sehr gut. So, warte mal, wie hieß nochmal das, dass du... Nee, nicht die Personalabteilung. Untersuchungsausschuss, genau. Finden wir auch was Neues? LF20. Aha, okay. Ach, ist der Nachfolger von dem. Ja, gut. Perspektivisch auf jeden Fall gut, aber praktisch... Müssen wir erstmal gucken. Nicht genügend Verbrennungseinheiten. Oha. Können wir uns die denn... Ach so, da wird ja gleich noch... So, geht doch. Jetzt aber erstmal hier reparieren. Da hoch. Wie soll ich eigentlich 1200 Ansehen haben, wenn die Obergrenze 1000 ist? Könnte mir das mal einer verraten? Es erschließt sich mir nur bedingt. So, bitte in die Nachtschicht. Du in die Nachtschicht. Und dann würde ich sagen, können wir das mit den Bewerbern jetzt auch erstmal einstellen. Wir holen uns nur noch einen hier für die Feuerwehr, damit wir hier auch 17 haben in der Nachtschicht. Ach, da muss hier noch was repariert werden. Sonst sehe es hier ja aus wie die Sau und das wollen wir nicht. So, ich wollte schon sagen, es ist ein wenig ruhig geworden, aber siehe da, es wart Einsatz. So, wir brauchen 8 Feuerwehrleris, das heißt, du kommst auf jeden Fall zum Einsatz. Oh, ihr seid alle sehr erschöpft, dann nehmen wir erstmal die, die nicht erschöpft sind. Machen wir es so. Dann machen wir 2. Schon wieder das Faultier, was aus dem Zoo entkommen ist. Echt jetzt? Schon wieder du? Du Lümmel? Wir nehmen... Na komm, wir nehmen den großen Wagen. So, nehmen wir dich mal, damit du hier auf Spur kommst. Zack. So. Ach ja, da ist ja noch ein Einsatz. Da war ja was. Ich habe gerade noch überlegt. Jetzt bräuchte ich eigentlich mal ein schnelles Polizeifahrzeug bei Gelegenheit. Nee, das... 75%. Komm, pfeif drauf, wir versuchen es trotzdem. So, Garage. Können wir uns den schnellen denn schon leisten? Jo, können wir. Ja, komm, dann bauen wir uns den auch mal. Eieiei, ob das was wird? Ich bin gespannt. Könnt auch mal dann endlich los. Dankeschön. Die Streetfood-Messe beginnt in wenigen Tagen. Statistisch gesehen sind die Krankenhäuser dann immer ein wenig voll. Oha, da müssen wir uns wahrscheinlich darauf ein bisschen mehr vorbereiten. So, aber jetzt erstmal ein paar Feuerwehreinsätze noch schnell hinterhergeschoben. Oh Gott, meine Feuerwehrbesatzung ist leider komplett erschöpft. Warte mal, wir schauen mal kurz, was der andere ist. Ah, da bräuchten wir die Drehleiter. Dann nehmen wir den Wagen hier.
Nee, das ändert nichts mehr. Na gut, wir nehmen es so. So, jetzt müssen wir dich hier mal versorgt kriegen. Oder dich. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, weil für den haben wir im Zweifel noch ein bisschen Zeit. Modifikation, oh, 3%. Weil, ach, guck an, hier Industriezone, da ist das. Ja, alles klar, sehr schön. Ja, Leute, ihr müsst das irgendwie wuppen. Wie ist mir einerlei? Denn das Industriegebiet brennt, also gebt alles. So, was brauchen wir denn da? Intensivstation und Medizin. Okay, da sollten wir auf jeden Fall eine weitere Intensivstation haben. Aber ihr Lieben, ob die Einsätze was geworden sind oder nicht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.